Grundsätzlich übernehmen Krankenkassen die Kosten für eine Begleitperson, wenn die medizinische Notwendigkeit assistiert ist. Weitere Regelungen gibt es bisher nicht. Was sollte aus Ihrer Sicht geändert werden, damit das Mitnehmen einer Assistenzbegleitung im Grundsatz besser geregelt wird? Also man muss ja dazu sagen, dass wir über dieses Thema seit Ewigkeiten reden, ne? Seit über einem Jahrzehnt. Es ist bekannt, dass wir große Probleme haben. Leute, die Assistenz mit ins Krankenhaus nehmen, sind wirklich darauf angewiesen. Krankenhäuser sind in keiner Weise vorbereitet. Und es gibt eine Regelung für diejenigen, die im Arbeitgebermodell beschäftigen. Ja, das sind aber sehr wenige. Für die ist die Kostenübernahme gesichert. Für den ganz großen Teil behinderter Menschen, die Assistenz benötigen im Krankenhaus, ist es rechtlich nicht geregelt. Und ehrlich gesagt, mir ist es letztendlich egal, wo man es regelt. Man könnte das im Gesundheitsbereich machen, man könnte es aber auch im Teilhabebereich machen, im SGB IX oder im SGB V. Das hat beides sein Für und Wider. Wir befinden uns aber im Moment sozusagen ein bisschen wie im Sandwich, zwischen diesen beiden Systemen gepresst, die beide nicht bereit sind, diese Kosten zu übernehmen. Es ist mir völlig egal, der Deutsche Bundestag hat den Auftrag erteilt, dazu eine Vorlage zu gestalten. Das ist den Leuten im Endeffekt auch egal, wer die Kosten trägt, sie müssen aber getragen werden. Die Rückmeldungen der Bundesländer zur Assistenz in der Pandemie haben gezeigt, dass offensichtlich nur ein Bundesland dieses ausdrücklich regelt und für die Aufnahme der Assistenz keine Hürden stellt. Wie sehen Sie die Situation unter Corona-Bedingungen und welchen Behandlungsbedarf sehen Sie? Also in der Corona-Zeit haben sich natürlich viele Probleme nochmal verschärft, beziehungsweise sind immer deutlicher geworden. Aber in diesem Bereich haben wir es objektiv mit einer ganz bedrohlichen Situation zu tun. Ja? Also wir stehen hier heute und wissen, dass wir uns einer Situation nähern, wo tatsächlich intensivmedizinische Therapien, sprich Beatmungsgeräte, total knapp werden. Wenn jetzt Menschen mit Behinderungen, die eine Assistenz brauchen, ohne Behinderung, ohne Assistenz ins Krankenhaus gehen müssen, dann fehlt ihnen häufig der Fürsprecher, die Fürsprecherin. So, also und es ist sozusagen ja bekannt, dass die DIVI, das sind die medizinischen Fachgesellschaften, Vorschläge unterbreitet hat, wie in so einem Fall, wenn eben die Beatmungsgeräte knapp werden, gehandelt werden soll, und wir wissen, dass behinderte Menschen nach den Regelungen, die wir jetzt vorliegen haben, benachteiligt werden würden. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass gerade jetzt, wo die Krankenhäuser voll sind, eine Begleitung da ist, die in der Lage ist, den Willen dieser Menschen auch deutlich zu artikulieren und durchzusetzen. Deswegen ist das brutal wichtig, jetzt endlich zu einer Regelung zu kommen. Gerade für Kinder sind es die Eltern, die meist als Assistent agieren und dem Kind eine besonders wichtige Unterstützung bieten. Welche Notwendigkeit der gesetzlichen Änderung und Notwendigkeit für Assistenz bei Kindern sehen Sie? Naja, also, im Wesentlichen geht es darum, dass die Eltern mitkommen können, dass die Eltern tatsächlich für Ausfälle, die sie dann zu tragen haben, was die Berufstätigkeit angeht, etc., dann auch einen Ausgleich bekommen. Und also gerade Kinder sozusagen ohne eine vertraute Begleitung in die Krankenhäuser gehen zu lassen, ist natürlich unverantwortlich. Also es geht nicht nur darum, dass wir hier um irgendein Wohlbefinden reden oder so. Man fühlt sich wohler, wenn man eine Assistenz im Krankenhaus hat. Wir wissen, es gibt eine totale Knappheit, auch gerade in der Kindermedizin, wo überhaupt nicht das Personal ist, individuell auf die Bedarfe dieser Kinder einzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Eltern ihre Kinder begleiten können, auch deshalb, weil das häufig die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt eine vernünftige Behandlung stattfinden kann. Derzeit ist die Definition ja eher so, dass man aus körperlichen oder medizinischen Behandlungsgründen die Begleitperson braucht. Ein ganz großer Komplex sind Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen, die die Begleitung, die Sicherheit durch die Begleitung einfach gebrauchen. Das ist im Interesse der betroffenen Patienten. Das ist auch im Interesse der häufig engen Angehörigen, die diese Begleitung machen. Es ist aber am Ende auch im Interesse der Krankenhäuser und der Behandlungszentren, weil häufig Übersetzungen möglich sind, weil es möglich ist, Sicherheit und Ruhe zu vermitteln, weil es so ist, dass die Begleitpersonen in der Regel die ganze Anamnese kennen und auch wissen, was derzeit an medizinischen Bedarfen und was an Medikation da ist. Deswegen ist es auch eigentlich unstreitig zwischen den Fraktionen im Hause,
dass wir hier Verbesserungen brauchen. Sehr streitig ist leider, wie so oft im deutschen Sozialstaat, ob das im SGB V, also der Krankenversicherung, zu regeln ist oder ob das eine Leistung der Eingliederungshilfe werden muss, die im SGB IX zu regeln ist. Es gibt dazu aktuell auf Druck des Ausschusses für Arbeit und Soziales enge Konsultationen zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Ausschuss für Arbeit und Soziales. Die hat es leider in den vergangenen Jahren auch immer wieder ohne eine Verbesserung gegeben, aber es gibt jedenfalls das klare Bekenntnis aller Fraktionen im Haus und die FDP steht dafür ausdrücklich, dass wir zu einer Verbesserung kommen wollen. Die durch die Corona-Pandemie verursachten Fragen sind so mannigfaltig, dass ich weit davon entfernt bin, zu behaupten, ich hätte immer sofort die richtige Antwort gehabt. Vieles ist schwierig, das Interesse der Krankenhäuser, das Interesse der stationären Einrichtungen, den Zugang möglichst stark zu beschränken, um diejenigen zu schützen, die in diesen Einrichtungen behandelt werden oder leben, ist nachvollziehbar. Nur das, was ich gerade schon gesagt habe, zu den positiven Auswirkungen der Assistenz muss Berücksichtigung finden. Und deswegen ist das keine Frage davon ja oder nein, sondern das muss eingebettet sein in eine intelligente Strategie mit Schnelltests, mit den Möglichkeiten, das Hygienekonzept immer zu überprüfen. Und dann ist es der richtige Ansatz und auch ein möglicher Ansatz, diese Begleitung zu ermöglichen. Und dass das wichtig ist, hatte ich gerade ausgeführt, dass es möglich ist mit den jetzt vorhandenen Schnelltests, wenn sie richtig angewendet werden, ist auch so. Und deswegen muss das aus meiner Sicht klar geregelt werden, dass in den Fällen, wo es erforderlich ist, wir diese Assistenz im Krankenhaus ermöglichen, auch in Corona-Zeiten. Erstmal schon die Grundsatzdiskussion, dass nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Menschen mit Behinderungen gar nicht in der höchsten Priorität genannt sind, sondern sie sind gar nicht genannt. Es gibt nur eine mittlere Priorität für Menschen mit geistiger Behinderung. Das lässt völlig außen vor, dass beispielsweise Personen mit Trisomie, Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderungen, Beatmungspatienten, andere Menschen mit Behinderungen sehr, sehr hohe Risiken vergegenwärtigen, wenn sie sich mit einer SARS-CoV-2-Infektion auseinandersetzen müssen. Und deswegen ist der erste Schritt, sie müssen überhaupt erstmal einen prioritären Zugang zu den Impfungen haben, denn es ist für uns deutlich, dass das Durchimpfen der Risikogruppen sich bis tief in das Jahr 2021 ziehen wird, wenn das sich bewahrheitet, was wir an Impfdosen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin sehr froh, dass die Freien Demokraten heute ein Gesetz in den Deutschen Bundestag eingebracht haben, wo abweichend von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission Menschen mit Behinderungen in der höchsten Priorität genannt sind. Das ist das Erste, dass wir den Zugang überhaupt ermöglichen müssen. Dass wir dann natürlich die praktische Umsetzung sicherzustellen haben, ist auch eine Selbstverständlichkeit. Und da wird es einen Großteil von Menschen geben, die hoffentlich gar nicht in die Impfzentren müssen, auch bei der Durchimpfung der Menschen, die in Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI sind, gehen wir eher davon aus, dass das in den Einrichtungen passiert. Das wird auch für viele Menschen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe möglich und erforderlich sein. Aber diejenigen, die mit Assistenz sich sozusagen frei bewegen können, die müssen diese Assistenz mitnehmen können. Das ist aber auch keine Frage der Rechtsetzung hier im Haus. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die sich aus Artikel 3 Grundgesetz ebenso ergibt wie aus dem Bundesteilhabegesetz und den Anforderungen an die vernünftige Durchführung der Impfung. Also sollte es da tatsächlich Schwierigkeiten im Detail geben, wird man sich damit im Einzelnen befassen müssen. Ich gehe aber davon aus, dass das kein großes Problem werden wird.